Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls. Wir haben das Lavagebiet hoffentlich hinter uns gelassen und können uns jetzt freuen auf ein... Ich weiß nicht, was das für ein Gebiet ist. Diese komischen Statuen überall. Oh, guck mal, wie er sich freut. Freue mich auch, dich zu sehen. Aber, was natürlich direkt auffällt, ich komme hier nicht mehr raus. Hilfst du mir? Dankeschön. So, hier haben wir eine Tür. Kann ich die aufmachen? Ach komm ey, über diese Ranken. Warum wachsen auch Bäume unter der Erde? Okay, war ein Versuch wert. Ich versuch's mal lieber. Ich habe ja schon ein paar gefunden. Ich wette, ich habe nicht alle gefunden, aber muss man höchstwahrscheinlich auch nicht, vor allem nicht im ersten Durchlauf. Haha, wer versteckt sich denn da? Nicht mit mir, Bro. Mir kann man es leider nicht machen. Es tut mir leid. Ah, da oben ist Loot. Komme ich aber wahrscheinlich noch nicht hin. Wie sie sich an allen Ecken und Kanten verstecken. Ich finde euch alle. Außer dich. Dich habe ich nicht gefunden. Shit. Ah, sagt er, findet sie alle und dann plötzlich kam einer von hinten. Mal wieder Murphys Gesetz, Freunde. Murphys Gesetz. Oh Gott. Ist ja noch einer. Okay, zwei habe ich nicht gefunden. Ich gebe es zu, ich finde sie nicht alle. Ja klar, der hat sich hier links versteckt, ne? Okay. Bisher gefällt mir das Gebiet. Es ist halt recht simpel, einfach mit tollen Gegnern, die wieder fertig machen kann. Habe ich da was leuchten sehen? Der zeigt da uns seinen Slipper. Ist das sexy. Ja, nun geht's zum nächsten Boss. Oder was? Oh, warte, was bist du denn? Schau, das wäre eine Tür. Oh, da kommt tatsächlich angelaufen. Aber er kommt da nicht durch. Oh, doch, kommt er. Ich weiß noch nicht, was mit dir anzufangen ist, aber du scheinst ja nicht so schwer zu sein. Habe ich von den Raupen habe ich das auch gedacht und dann haben die mich gefressen. Also man sollte echt aufpassen. Vor dir, Lügner. Vor dir, Lügner. Verzweiflung. Was für eine Verarsche ist das denn bitte? Hier müssten wir jetzt auf der Brücke landen, ne? Da ist auf jeden Fall Loot. Ah, die kam von oben runtergefallen. Ah, bestimmt. Nein, eigentlich nicht. Bestimmt nicht. Okay, ich habe da hinten Loot gesehen. Den nehmen wir zuerst mit. Und dann springen wir runter. Wobei hier sich auch noch was verstecken könnte, ne? Aber ich habe das Gefühl, dann komme ich nicht mehr hoch. Okay, versuchen wir es. Es könnte echt schief gehen, vor allem so. Ernsthaft? So. Oh, nein! Okay, ich sehe schon, das ist tricky. Hier ist ein etwas breiterer Spalt, ne? Oh. Seltener Ring der Opferung. Toll, dafür habe ich es gemacht. Geschafft, ja. Du mich auch, Spiel. Du mich auch. So, nun haben wir mehrere Wege. Wir können hier nach unten oder nach oben. Wir gehen erstmal nach oben und gucken, was oben ist. Da sind nicht so viele Gegner. Wie Invasion? Jetzt sind hier zwei.
ETF. Jetzt so drauf gehen. Hä? Ich kann. Nein! Oh, mein Controller ist leer. So. Ja, geil. Controller leer. Oh Mann. Warum passiert mir sowas? Ich finde das echt unfair. So, da oben ist hier Mr. Magier himself. Headshot. Du wirst einen Scheiß machen. Dieser liebt irgendwas. Interessiert mich nicht, weil es ein Magierstab ist, deswegen habe ich jetzt nur geguckt. Okay, da geht's Richtung Boss. Wir wollen natürlich hier noch den Rest erkunden. Das geht eigentlich auch so, ne? Hallo Mopsi. Kommst du etwa nicht voran? Ah doch, kommt er. Er kann auch zuschlagen. Echte Truhe? Ja. Pyro, Chaos, Feuerpeitsche. Okay, ich habe eigentlich gedacht, hier geht es auch noch ein Stück weiter. Aber wir haben ja unten noch einen Weg, ne? War ein Versuch wert. Gehen wir doch nochmal hier unten lang. So, weil so ein Bonfire wäre hier so vom Boss echt cool. Würde mich freuen. Surprise Attack! Oh nein. Ah, gut. Das ist ein bisschen Schaden. Kann ich ertragen. Wie viele von euch gibt es hier eigentlich? Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass hier so schwache Gegner rumlaufen. So, ein kleines Estus. Das bringt echt nicht viel. Ich brauche 4 Estus, um mich zu heilen komplett. Ich glaube, ich habe so einige von diesen, wie nennt sich das nochmal? Feuerhüterin-Seelen verpasst. Ich hätte jetzt mindestens schon 5 haben müssen. Oh, die Verzweiflung. Gegen den Typen? Kann ich doch von hier hinten abfeuern, oder? Das tut ihm irgendwie nicht weh. Okay. Nur du und ich, Bro. Nur du und ich. Ich hab dich schon mal bezwungen. Ach, du ahnst es nicht, ey. Au. Shit. Schlechtes Timing. Oh Gott. Wow. Mach keinen Scheiß, Bro. Du darfst mich nicht töten. Es ist verboten. Fuck. Okay, ist so gut wie tot. Ich aber auch. Dämon-Titanit. Ist das schlimm. Damit wird es, dass das ein Bonfire ist. Das wäre so herrlich. Nein, das ist so, nur so eine kleine billige Kreatur, ne? Ja. Was ist das Rote da? Ah, wir sind auf der anderen Seite. Und da ist ein Bonfire. Bist du es so leer?
My very own son. I am the son. I've done it. I have. Yes. It's over. My son. It's setting. So leer? So leer? Deswegen die Tränen. Das ist jetzt gemein. Okay, ich vermute mal, wir können auf Solaires Hilfe nicht bauen, wenn wir beim Endboss sind. Das ist jetzt Kacke. Weil das wäre der Punkt gewesen, wo ich ihn vielleicht gerufen hätte. Na gut. Ja. Aktivieren wir hier mal das Bonfire. Ich meine, rein theoretisch ist das jetzt nicht so nah dran. Das ist auch schon so ein Stück laufen, ne? Bis zum Boss. Aber wir müssen da nicht durch die Lava. Wir müssen nicht durch die ganzen Gegner, sondern einfach nur durchlaufen. Weil ganz ehrlich, diese komischen, fetten Viecher, die sind so langsam. Treffen mich hier nicht. Oh nein, das Bonfire ist ja ganz woanders, ne? Gut, dann nehmen wir das Lava-Bonfire. Das ist mir zu wenig Abkürzung. Da geht's schneller von der Lava auszulaufen. Ja, Solaire ist jetzt Geschichte. Oh, guck mal, da liegt noch Loot. Sonnenlichtmade. Das sind Sonnenlichtmaden. Sonnenlichtmade, Sonnenlichtmade. Hä? Finde ich das Ding. Hä? Gibt's nicht. Sonnenlichtmedaille, ja. Das war eine Sonnenlichtmade. Keine Ahnung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eine Sonnenlichtmade ist. Ja, das ist jetzt natürlich traurig, weißt du? Solaire ist eigentlich einer der NPCs, der einen über das ganze Spiel hin begleitet. Und dann gibt er um. Ja, schauen wir uns den Boss an. Ja, guckt euch diesen langen Weg an. Weißt du, sonst landen wir da unten. Gut, hätte ich natürlich das Bonfire da nicht gefunden, mittendrin, dann müsste ich das da hinten nehmen. Das stimmt schon. Ach, guck mal, das Loot. Okay. Ich will nicht behaupten, dass ich verdammt viel Glück habe, aber ich habe verdammt viel Glück. So, und hier kann man noch ein paar Sachen sammeln, bevor man zum Boss geht, wa? Aber ich werde da jetzt nicht runterspringen. Ich werde nur hier oben die Sachen einsammeln.
Weil das ist mir dann doch ein bisschen zu blöd. Kurz vorm Boss meine Estus-Flakons auf zu verschwenden. Ah, danke schön. Komme ich denn da hoch? Oh, danke schön. Okay, ich denke, jetzt lohnt sich das echt zum Boss zu gehen, ne? Mit 8 Estus. Kommt man einfach nicht hoch. Und das für eine Verarsche. Okay, runter rollen können wir auch nicht. Aber ich habe da eine Ranke gesehen, die nach oben führt. Also von daher gehen wir einfach dahin. Keine Ahnung, wie man es dahin schafft. Vielleicht von da springen. Es ist mir ein Rätsel. Mich würde zwar schon interessieren, was da ist, aber ja gut, das hier ist zum Springen da. Aber ich schaff's nicht, weil ich zu blöd bin. Komm, lassen wir's. Ich möchte meine Estus echt nicht verschwenden. Guck mal hier hoch. Eine Treppe, die führt wahrscheinlich runter. Okay, da ist irgendein Spezi, der es geschafft hat, da hinzukommen. Wie komme ich hier weg? Ah, geschafft. Gehen wir zum Boss. Ist, glaube ich, besser, als wenn wir jetzt hier unser Loot verschwenden für eine glorreiche Seele oder so ein Kram. Ich meine, ich habe ja alles, was ich brauche. Okay, was haben wir denn hier? Vor dir Distanzkampf, vor dir Abgrund. Die Abgrund. Ich sehe schon. Ja! Oh. Chaos des Isalit. Was soll ich machen? Also spontan sehe ich hier an den Seiten etwas leuchten. Gehen wir da doch erstmal hin. Hallo? Was muss ich hier kaputt machen? Was soll ich dir auf den Arm hauen? Okay, das bringt nichts. Hier, das hier? Okay, der Boss muss jetzt echt noch ein bisschen schwieriger werden, sonst ist das ein bisschen lame. Ist das jetzt? Ein fetter Arm, okay. Rein theoretisch. Kann ich da nicht mit dem Bogen? Oh! Au. Okay, ich lauf schon. The fuck? Hör auf damit! Er will mich runterschubsen. Kann ich hier kurz in Sicherheit gehen und mich heilen? Ich möchte gern versuchen, mit Pfeil und Bogen da hinten hinzuschießen.
Ich glaube nicht, dass das sowas wird. Weiß ja nicht mal, ob ich irgendwas treffe. Ja, ich versuch's mir einfach zu machen. Ich weiß, dass der Boden einfällt und ich sterben werde. Das ist jetzt so cool. Muss doch möglich sein, den von hier irgendwie zu treffen. Da muss der sein, ne? Fuck! Kannst du mal was machen? Der schubst mich gleich runter. Okay, jetzt die Gelegenheit. Jetzt der Move gemacht. Move it, baby. Move it. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Bitte nicht schlagen. Ich hab's geschafft. Okay. Und jetzt? Bitte ist wahrscheinlich, oder? Das sieht da so brüchig aus. Danke, du Arsch. Alter! Nein! So, probieren wir das kleine Spielchen nochmal und tanzen ein bisschen um ihn herum. Kacke. Dass man jedes Mal jetzt die beiden Seiten platt machen muss, ist richtig fies. Hey! Oh, der ist schon im Rage-Modus, okay. Ich laufe einfach mal geradeaus. Oh, danke für die Unterstützung. Ich werde bestimmt jetzt runtergesprungen. Weiß auch gar nicht so schwer. Schwer ist. So. Du, Nikowski, du machst bestimmt jetzt ein paar Ampeleien, ne? Ja. Wie er mich weggeschubst hat! So, ich habe mich jetzt nackt ausgezogen, damit ich sehr, sehr schnell vorankomme. Und da bin, bevor er noch reagieren kann. Also genießt diesen sexy Hintern, solange ihr ihn noch sehen könnt. Was darf, wenn ich gleich laufe? Oh Gott. Ist ja jetzt schon getriggert. Schnell, 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 schnell. Nein, zu spät. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Das ist jetzt echt kacke. Ist jetzt mal gut? Okay, ich stelle mich hier in die Ecke. Trink mich erstmal satt. Oder sit. Sagt man dazu, ja. Da müssen wir gucken. Okay, jetzt. Das ist nicht dein Ernst, Mann. Ich bin eine Sonne. Ich erhelle den ganzen Ort. Oh, ich hab's geschafft. Ah! Oh, ich hab's geschafft. Oh mein Gott.
bitte, bitte, bitte. Mach keinen Scheiß, Digga. Oh, Mann. War das ein Theater, hierher zu kommen? Ich hoffe, es passiert nichts mehr. Oh, bitte. Bitte, Spiel. Lass mich den ganzen Scheiß hier ein Ende setzen. Ich weiß nicht, 40 Mal hier lang gelaufen. Oh, also nicht hier lang, wo ich gerade bin, sondern ein bisschen in den Tod runtergesprungen. Kann ich gar nicht alles zeigen. Oh! Gott, ich muss mich beeilen. Und das ist der Kern des Ganzen? Lol. Fürstenseele. Oh, das war die Fürstenseele. Und ein Leuchtfeuer ist gekommen. Ja klar, Fürstenseele, logisch. Oh. Leute, Leute, Leute. Oh. Frustrationslevel. Von 1 bis 100 würde ich sagen 70. Der Anfang war ja easy, aber dann dieser Sprung. Oh. Gut, wir haben es geschafft. Wir haben einen Punkt in Kondition gesetzt. Wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge. Ups, Schluck auf. Folge wieder. Und dann gucken wir mal, ne? Haut rein, euer Zero. Tschüss.